Herzlich willkommen zu den Online-News von Channel 21. Wir haben schon Februar, verrückt, wie die Zeit rennt. Ja, aber dieser Monat ist ein ganz besonderer Monat. Es ist ein Monat voller Liebe, voller Freude, voller Herzlichkeit. Also zumindest, wenn ich meinen Kollegen Ralf Kühler anschaue, weil der hat so ein bisschen Herzpupillen. Ja, ich plan doch schon. Wieso? Ich muss doch zum Valentinstag was Tolles haben. Zum Beispiel ein romantisches Abendessen. Einen schönen Ring. Oh, oder eine schöne Kette, Collier aus der Eglantia-Kollektion. Neues Outfit. Oder meine Freundin wünscht sich was Glänzendes, deswegen kriegt sie einen Wischmopp für den Boden. Kann man du nicht Romantiker, machen. Du Alter. Ja, ich weiß immer nicht, was schenkt man zum Valentinstag? Ja, frag doch uns. Frag doch uns hier von Channel 21. Wir haben auf jeden Fall die Ahnung und wir werden sie, glauben Sie mir, immer wieder recht freundlich daran erinnern, dass am 14. Februar Valentinstag ist, damit Sie es auch bloß nicht vergessen. Und wenn dann der Valentinstag so richtig schön Sie erblühen lässt, dann freut man sich auch schon auf die neue Modekollektion. Mhm. Und wir haben im Februar einiges an Saisonstart mit Ihnen vor. Los geht's schon Anfang Februar mit Monaco Blue. Herrlich. Da freuen wir uns drauf, oder? Da freuen wir uns drauf. Und Heike Schubert hat natürlich auch für Sie wieder eine Wahnsinnskollektion zusammengestellt. Die schönen, die schicken, die neuen Styles sind da. Und man muss ja sagen, Monaco Blue, das ist einfach eine tolle Eleganz, aber eben auch Tragekomfort. Und wenn man sich die ID von Monaco Blue mal anschaut, nämlich die Lederoptiken verschiedenen Arten und Weisen, dann ist das schon wirklich ein absoluter Hingucker. Ich meine, du guckst ja auch die ganze Zeit auf mich. Ich werfe für Sie jetzt schon mal einen Blick drauf. Mehr wird noch nicht verraten. Wie gesagt, mehr am 4.2. Wobei, Alex, ich weiß ja, du bist ja auch schon nervös. Du durftest ja schon den ersten Blick riskieren auf die neue Kollektion von Sarah Kern. Der Saisonstart ist ja auch im Februar. Ja, und Sarah Kern ist ja immer bekannt für besondere Mode, für besondere Muster, für trendige Farben. Was erwartet uns in diesem Frühjahr? Das Geheimnis wird gelüftet am 12.2. Ah, da reist du wieder von Malta hier an. Dieser wunderbare Mensch, Sarah Kern, wirklich ein Herzensmensch. Eine ganz tolle Freundin im Grunde von uns allen. Wir lieben sie, wir schätzen sie, weil sie immer gute Laune auch hat. Und ich finde, das spiegelt sich auch so in der Mode wieder. Genau. Sie ist ein Herzensmensch und das verkörpert sie auch in der Mode. Also auch der Fanclub von Sarah Kern ist natürlich da auch herzlich eingeladen. So wie alle anderen, die vielleicht die Mode noch gar nicht kennen. Und viele sitzen natürlich jetzt auch vor dem Computer gerade, gucken sich die Online-News an, um zu wissen, wann gibt es denn was Neues aus der Christian Materne-Kollektion. In diesem Monat wird es auch da was geben, nämlich seine Mega-Hosen zum Beispiel. Toll. Die mit dem perfekten Sitz und vieles, vieles mehr. Da geht's los ab Mittwoch, 16.02. 20 Uhr, die neuen Highlights im Frühjahr mit und von Christian Materne. Oh, da fiebern auch schon ganz, ganz viele darauf hin. Ist ja auch wirklich so ein Herzensmensch. Die Channel 21-Familie ist einfach toll. Übrigens, apropos Herz, haben wir schon erwähnt, dass am 14. Februar Valentinstag? Am 14. Februar? War der nicht erst letztes Jahr? Ach, der ist jedes Jahr, ne? Aber bei mir gibt es dieses Jahr keine Blumen. Nein? Die Blumen verwelken irgendwann. Ja? Ich kaufe lieber was Schönes. Zum Beispiel von Georg Stiels. Das machst du ganz genau richtig. Ja? Ja. Weil Georg Stiels, erstmal ein mega sympathischer Mensch, ein mega Perfektionist, wenn es auch um seine Mode geht. Und die feminine Mode, die Zeitgeist und Anspruch hat, die zeigen wir Ihnen ab Freitag, den 25.02. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gucke ich gerne zu. Ich gucke nicht nur gerne zu, ich trage die Mode auch sehr, sehr gerne. Also Georg hat wirklich eine ganz tolle Kollektion und es ist egal, ob das schöne Pastelltöne sind oder ob es kräftigere Farben sind. Also die Weiblichkeit, die steht immer im Vordergrund. Und wie du sagst, er ist einfach ein Perfektionist, er ist ein Top-Designer und wir sind so glücklich, dass wir ihn auch hier bei Channel 21 haben mit seiner neuen Kollektion. Ich will auch mal mit dem zusammen moderieren. Das glaube ich. Ob man uns dann noch unterscheiden kann, wir sind gespannt. Weißt du, warum die heutigen Online-News für den Februar kürzer sind? Weil der Februar auch kürzer ist, ne? Ist das eine schlaue Frau? Dankeschön, Alex. Das waren sie schon wieder. Die Online-News für den Februar. 14.02. ist Valentinstag. Was ist da nochmal? Valentinstag. Also. Da muss ich dir was schenken. Nicht vergessen.